Fettleibigkeit oder Adipositas ist ein Problem, was entsteht durch einen ungesunden Lebensstil in der Regel. Es gibt aber auch durchaus Erkrankungen, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche zu sehr Gewicht zunehmen, nämlich hormonelle Erkrankungen, Erkrankungen oder Probleme in den Erbanlagen. Und das Resultat ist, dass zu viel Fett im Körper ist. Das misst man durch Gewicht und Größe und setzt das ins Verhältnis. Es gibt Normwerte für verschiedene Altersgruppen. Und da es Folgeerkrankungen gibt, die Herz-Kreislauf, Gelenke, Stimmung und so weiter betreffen, ist es wichtig, durch einen gesünderen Lebensstil zu einer Gewichtsabnahme zu kommen.